Hallo, hier sind wir wieder. Belinda von Stieleck und der Ladenhund Herkules ist auch wieder dabei. Mit tatkräftiger Unterstützung wollen wir euch heute nochmal den Frühling zeigen. Und zwar machen wir Spring to Go. Und zwar haben wir hier ein süßes kleines Täschchen in der Trendfarbe Pink, Weiß, kariert natürlich. Und eine rosa duftend blühende Topfhyazinthe. Die Tasche ist mit Folie ausgeschlagen, so kann man das auch wunderbar zur Tischdekoration verwenden. Damit wir die Erde nicht sehen auf dem Tisch, waren Herkules und ich wieder unterwegs und haben Moos gesammelt. Findet ihr bestimmt auch bei euch im Garten oder beim Spaziergang. Jetzt nehmen wir das Moos und packen es hier oben auf die Tasche, damit wir die Erde der Topfhyazinthe nicht sehen können. Und das Ganze schmücken wir noch ein bisschen mit Heidelbeerzweige. Die kennt ihr schon vom letzten Mal. Bitte nicht draußen schneiden, die stehen unter Naturschutz. Dann haben wir hier schon einmal was vorbereitet. So wird das fertige Exemplar dann aussehen. Und dann können wir ein paar Zweige reinstecken. Das lockert die ganze Form noch ein bisschen auf. Herkules, du stehst auch gar nicht im Weg heute. Du wolltest doch helfen, hast du gesagt. So, wird das ein bisschen aufgelockert. Dann haben wir noch einen passend farblichen Schmetterling dabei. Der wird mit Sicherheit den Frühling dann anlocken können. Dann nehmen wir noch ein Schleifenband, das nennt sich Sisu Web, ist wasserfest. Wir schlagen locker einen Knoten hinein. Dann haben wir hier noch einen kleinen Draht, um das Ganze zu fixieren. Wird einmal zugezwirbelt und schon kommt das i-Tüpfelchen zu unserem Frühling in der Tasche. Und dann können wir das zu den anderen auf die Tischdekoration mit dekorieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.